Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen wunderschönen Part von Let's Play Boy. Ganz genau. So, der letzte Part war, wie ihr seht, ein Spezialpart. Das habt ihr bestimmt gerade an der Anzeige gesehen. Ich kann es gleich nochmal genauer einblenden, wenn wir die Ladezeit abwarten. Ganz genau, wir haben nämlich, das sieht so schön aus, wir haben 100 Medaillons, man könnte sagen eine runde Zahl, und 50 davon und, das sieht so schön abgeschlossen aus. Nun können wir endlich zum Finale schreiten. Ganz genau so ist es. Wir stehen vor dem Finale, Leute. Das bedeutet, dies könnte der letzte Part von Poi sein. Wir machen jetzt also auf zum geheimnisvollen Tor. Um den letzten Akt zu erlegen. Schauen wir uns doch mal um, was nun ist. Wir haben alle Hinweissteine, wir haben alle Medaillons, die wir bisher sammeln können. Wir haben die 100%. Wir haben sie. Hurra! Jetzt müssen wir nur noch weitermachen. Also auf geht's. Hallihallo. Hey ho, sieht aus, als hättest du alles gesammelt, was wir brauchen, um diese geheimnisvolle Tor zu öffnen. Und sogar noch mehr. Schreit in das Licht. Lass uns sehen, was da passiert. Das machen wir. Ja. Hätte das erwartet. Die Pforte öffnet sich. Juhu, du hast es geschafft. Du hast ein Rätsel, diese heimsvolle Tor gelöst. Du wirst noch ein ganz großartiger Forscher. Ich bin so stolz auf dich. Alles, was jetzt noch herausfinden ist... Was? Alles, was jetzt noch herausfinden ist, befindet sich am Ende. Ja, das war eine tolle Sprachausgabe. Du scheinst jedoch eine Art Barriere... Was? Da scheint jedoch eine Art Barriere zu sein, die uns davon abhält, da hochzufliegen. Meiner Forschung nach entnehme ich, dass es einen Weg gibt, sie von innerhalb dieser Mauern aus abzuschalten. Aber das ist alles, was ich weiß. Schau es dir mal an. Ich weiß, du kannst es schaffen. Heho. Tu dein Heho. So, hallihallo. Darf ich das lesen? Darf ich das lesen? Ich darf es nicht mehr lesen. Cool. Der Lag war vom Spiel. Hallihallo. Willkommen in der letzten Welt. Ja, meine lieben Freunde. Das ist die letzte Welt. Hier stehen irgendwelche Dinger herum, die aussehen, als ob sie aus Laputa kommen. Schlucht, Berg, Sand, Höhle. Vier Schalter erwecken fünf Lichter auf der Suche nach Kristallen. Als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich muss schon wieder in die Welten und dort nun vier Schalter finden. Man könnte es so denken, wenn man das so liest, oder? So ist es nicht. Seht und staunet. Die Kristalle. Sie haben die Farben, die die Welten hatten. Ganz genau so sieht's aus. Genau hier befinden sich diese Dinger. Ja, okay. Man jetzt auch drauf kommen können, weil der ja sagt, innerhalb dieser Mauern. Ja, ich weiß noch so ungefähr, wo das alles ist. Dort ist Feuer. Die hier sind noch nicht aktiv, deswegen können wir die auch noch nicht fotografieren. Oder? Ich kann ja mal probieren. Beschützer der verlorenen Stadt. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Mr. Stein. Beschützer der verlorenen Stadt. Ist das wirklich eine Anspielung auf Laputa? Schloss im Himmel. Falls den Anime jemand kennt, ein sehr schöner Anime, sehr schön, sehr gut zu empfehlen. Hashtag Werbung. Was?
das war fies platziert. So, was müssen wir jetzt tun? Wir müssen eigentlich nur zu den Kristallen mal hinkommen. Mehr müssen wir eigentlich wirklich nicht machen. Wir sehen hier einen Schalter. Wenn wir auf den drauf gehen, dann kommt ein Brummton. Denn wir müssen die richtige Reihenfolge wissen. Und woher kennen wir die Reihenfolge? Das hat uns dieser Stein gerade gesagt. Und ich habe es vergessen. Aber keine Sorge, ich weiß die Reihenfolge. Ich weiß, wie es ist. Wir müssen, glaube ich, erst das Grüne, dann das Rote, dann das Gelbe und dann, ja, so weiter. Halt die Reihenfolge, wie wir die Welten abgeschlossen haben. Und falls ihr mal guckt, da vorne steht die Reihenfolge auch nochmal da. Hier vorne. Wenn ich da jetzt mal hinspringe wie ein Wahnsinniger und halb runterrutsche. Ich möchte nochmal dazu sagen, bei der Superrutsche im Spezialpart habt ihr sicherlich gesehen, es gab viele Schlüssel, mehr als erforderlich, und wir mussten einfach alle sammeln, obwohl wir schon längst 7 von 7 hatten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nicht probiert wurde. So, jedenfalls ist die Reihenfolge grün, rot, gelb, blau und dann lila. Das steht jetzt hier nicht mit bei, weil lila ist nämlich diese Welt. So, also erstmal zum Grünen. Und ja, wenn man Feuer fängt, dann fängt die an von selbst zu laufen. Das kennt man auch von Mario. Denke ich jetzt mal, ja. Da war das auch so. So. Wie um alles in der Welt kommen wir denn jetzt hier hoch? Ich habe tatsächlich immer ihn hier als Plattform genutzt und dann den unglaublichen Seitwärtssprung genutzt. Ob so gemacht werden soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier eine Art Treppe. Pyramide, besser gesagt. So, hier sind... Okay, das kommt erst später, die Scheinwerfer. Wir müssen erstmal die Schalter machen. Alter Schalter, da drüben. Dort ist das Grüne, also. Also, todesmutig. Wow. Dieser Verrückte. Alles klar. Ein Wandsprung. Hier ist erst der Blaue. Ja, der Wandsprung sollte schon funktionieren. Und leider tut er das nicht in diesem Spiel. Oh! Ich habe gerade noch gesehen, dass da Abgrund ist. So, erst grün. Richtig. Jetzt rot. Hat jemand schon das Rote gesehen? Ich nicht. Ja, wir müssen eigentlich nur... Lauf gegen die Wand, lauf gegen die Wand. Hör auf zu brennen. Dankeschön. Wir werden von irgendeiner Macht gelöscht. Hurra. So, rot. Als nächstes nur nochmal vergewissert. Da oben. Ja, die Kristalle zeigen das halt auch an und die sind verrückt. Nee, die Kristalle sind ja für was anderes, aber das... Hilfe! Wird er es schaffen? Um Gottes Willen! Ja, die Kristalle sind noch für was anderes gut. Das kommt aber später. So, gelb, da waren wir schon. Das finde ich toll. Ja. Das ist nun mal so die ultimative Challenge hier, jetzt hier das hinzukriegen, oder was? Genauso ist es, lieber Zuschauer. Dort oben müssen wir jetzt hin. Ja, wir haben Poi fast durch. Was ist eure Meinung zu dem Spiel? Das könnt ihr doch schon mal schreiben, ja. Denn vielleicht in diesem, wenn nicht in diesem Part, aber im nächsten Part kriegen wir es auf jeden Fall. Vielleicht sogar in diesem Part, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir den gelben.
Jetzt müssen wir den nächsten. So. Ein Herz. Danach habe ich schon gesucht. So, warte mal. Ja, ich rutsche auf ihn wie sonst was. Alles klar. So, Lille. Genau da müssen wir jetzt hin. Da ist die Blue Switch. Nicht die Nintendo Switch. genau. Geschafft. Genau. Jetzt haben wir das Licht aktiviert und die Laputa-Verschnitte auch. Sind das Gegner? Ja, sind es. Siehe und staune. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Sollte ich mal zeigen, was passiert, wenn er uns hat? Ich zeige es nicht, weil es wird irgendwann passieren. Es wird passieren. So, was wir jetzt im Prinzip machen müssen, ist halt wirklich das, was wir schon alle vermutet haben. Und zwar den grünen. Der hat einen grünen Strahl. Also muss der auf den grünen Edelstein. Hier allerdings nicht mit Reihenfolge, das ist egal. Er muss ihn halt nur anleuchten. So. Die müssen halt immer die jeweilige Farbe jetzt anleuchten. So, wenn der uns erwischt, dann schmeißt er uns hier runter. Boah. Ungefähr so will er das anstellen, aber er schafft es natürlich nicht. Ja. Ha. Oder bringt er uns zurück zum Start? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich will es nicht herausfinden. Aber ich werde es herausfinden irgendwann. Nee, er schlägt einfach. Okay. Und damit kann er uns halt hier runterstupsen, wie sonst was. Ja, das ist böse. Weil wir bouncen ja von allem ab, was uns irgendwie wehtun will. Als wäre es ein Trampolin. Warum auch immer. So, nun können wir den roten. Ja. Weiß nicht. Ist jetzt ganz interessant. Ich finde es schön gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Und da sehe ich den Lichtstrahl des Gelben schon. Huiuiuiui, das war eine gewagte Aktion. Gehen wir mal zum Gelben. Ich habe ihn gar nicht mitbekommen. Oh mein Gott! Okay. Okay. Ja, das war interessant. Gut. Das haben wir. Gelb. Dahin. Nein, falsche Richtung. So. Okay. So. Dann fehlt uns eigentlich nicht mehr viel. Das Blaue da hinten fehlt uns noch. Genau. Und natürlich das Lilane da oben müssen wir auch noch aktivieren. Welches von beiden wir jetzt aktivieren, ist eigentlich schnurzpiep egal. Wie gesagt, ist jetzt halt nicht Reihenfolge, nur müssen halt... Ah! Okay. Der war fies platziert. Das müsst ihr zugeben. Die sieht man ja gar nicht. Sehr böse. Gehen wir mal dahinter lang. Ich würde jetzt ganz gerne... Was? Hä? Der Sound. Mhm. Interessant. Seht und staunet, was ich vorhabe. Ich will zu Lilanen erstmal hingehen.
So, ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas kommt, nachdem wir das geschafft haben. Ah! Gott, das habe ich schon ein bisschen erwartet gehabt. Du bringst mich jetzt nicht um. Ich bringe mich nämlich selbst um. Okay, das hat uns zum Glück kein Herz abgezogen. Ich bin sehr froh. Kommen wir denn da überhaupt hoch? Überall sind Hindernisse. Ist das nicht eine böse Welt? Ist ja auch die letzte Welt. So, jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ja. Wieder da hoch. Komm. Ich bin ja auch hier lang. Guck mal, hier ist sogar noch mal ein Herz. Ja, warum nicht gleich so? Lila. Tadam, tadam, tadam. So. Genau. Und jetzt nach hinten zum Blauen. Hat geklappt. Schön. Was hat uns das gebracht? Weiß nicht. So. Na, es hat uns schon einiges an Weg erspart, denke ich mal. Wir können natürlich auch die Plattformen in der Mitte benutzen, die hier die ganze Zeit herumfliegen. Das ist jedem selbst überlassen. Denen das machen wollt oder einfach selbst hinspringen wollt. Okay. Wahrscheinlich soll man so auch die hier erreichen und nicht so wie ich das mache. Aber so geht's natürlich auch. Klassischer Weg. Der Jump and Run Way. Genau. Perfekt. Und nun passiert... Oh, ein Spiral Mountain. Ein sagenumwobener Spiral Mountain ist aufgetaucht. Ah, ist gut. Weiß, deine Insel und so weiter. Hoch den Spiral Mountain, hoch den Spiral Mountain, hoch den Spiral Mountain, hoch den Spiral Mountain. Ein langer Spiral Mountain. Halli, hallo. Ein Licht. Das gibt es ja nicht. Ein Licht. Tatsächlich habe ich einen Cliffhanger gefunden. Hurra! Ja, aber was in diesem Licht passiert, sehen wir im nächsten Part, der, ich denke mal, der letzte Part sein wird. Auf keinen Fall verpassen. Leute, im nächsten Part gibt es das Finale. Auf geht's. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.